Ja moin, willkommen zu Folge 118. In dieser Zufolge soll es an diesem Zaun weitergehen, denn hier müssen wir einen Durchlass zu den Gleisen schaffen. Und schon ist die Öffnung im Zaun fertig. Fehlt dahinter nur noch ein gepflasterter Bereich. Bevor mit den Pflasterarbeiten begonnen werden kann, habe ich diese Ebene bis zum Gleisbett angehoben. Hier stehen sie noch, meine Baustoffe. Ich kann aber verkünden, dass der Platz hinter meinem Gatter fertig ist. Und hier ist er in seiner ganzen Pracht und nun mit geöffneten Gatter. Ich würde sagen, ausreichend Platz für neue ankommende Tiere. Mein erstes Gehege, das Gehege für die Pinguine, ist fertig. Aber da ich noch nicht ganz genau weiß, wo ich dieses platziere, kommen die Pinguine da auch erst später rein. Noch werden alle meine Pinguine bewacht, damit Private, Skipper und Kowalski keinen Blödsinn machen. Und das ist der Beweis, dass meine Dänemark-Beute sicher nach Deutschland angelangt ist. Da ich die 41347 das Herd Lake City Resort zweimal habe, einmal in diese Tüte und hier, liegt mir ein gewisser Grundstock an Steinen vor, um den botanischen Garten zu erweitern und als Eingangsbereich für meinen Zoo zu gestalten. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal zwei Züge fahren. Diesmal sind wieder Güterzüge dran, und zwar die 4564 aus dem Jahre 1994 und im inneren Kreis die 4563 aus dem Jahre 1991, die unter anderem einen Zug aus dem Z60052 aus dem Jahre 2014 zieht, und zwar den mittleren Waggon. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Und hier stehen die beiden Züge.